Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Strukturen. Heute wollen wir uns anhand eines Beispiels, zwar nicht live, aber zumindest zeige ich es vor, in Echtzeit, sagen wir in Echtzeit, ansehen, was eine Struktur ist und wie sie sich im Speziellen von der Klasse unterscheidet, von einem Objekt. Gell? Also ich mache da ein neues Projekt, ich sage, okay, eine Konsolen-App, weiter, passt, und dann machen wir Struktur. Test machen wir. Ja, passt, weiter. Richtig, ja, passt, weiter. Keine Anweisung auf OS-Ebene zulassen, kreuzlich an, weil dann wird mir automatisch, schau, wie soll das auch erstellt, ja, passt. Ja. Und jetzt mache ich mal eine Klasse, weil das haben wir gewohnt, gell? Ich sage Class, Klassenname, und ich mache einen public int Wert 1. Okay? Das war's. Das ist meine Klasse. Ja? Ich will es einfach halten. Ja? Und dann habe ich kopiert jetzt, gell? Nur kopiert. Und jetzt schreibe ich da Struct Class, schreibe ich Struct. Ja? Und sage Strukturname. Und da ist auch Wert 1 drin. Und jetzt lege ich da unten praktisch zwei an, und zwar einen Klasseninstanz 1 ist gleich New Klassenname und eine Struktur 1 ist gleich New Strukturname. Also das haben wir ganz genau gleich gemacht. Schaut genau gleich aus. Ja? Und jetzt sage ich Klassen Instanz 1.wert 1 ist gleich 12 von mir aus. Da wurscht. Ja? Und da unten sage ich Struktur 1.wert 1 ist gleich 12. Und jetzt mache ich Console.WriteLine. Und zwar sage Klasse Instanz 1 Wert 1 0 Wert 0 und da gehen wir an convert.toString und zwar den Wert, der da drinnen steht. Sehr schön, ja. Und das Ganze machen wir jetzt noch mit der Struktur 1. Und da machen wir dann natürlich das Struktur 1. Ja. Wenn wir das laufen lassen, was würden wir erwarten? Wir würden erwarten, dass in beiden 12 drinnen steht. Schauen wir nach. Klasse Instanz 1, 12, Struktur 1, Wert 12. Passt. Ja. Ja, super. Steht ja da. Okay. Jetzt mache ich aber noch Folgendes. Ich lege einen zweiten Klassennamen an, und zwar Klasse Instanz 2. Ja, und ich lege eine zweite Struktur an. Strukturname, Struktur 2, einfach leer. Ja. Und dann mache ich Folgendes. Ja, jetzt sage ich, Klasseninstanz Instanz 2 ist gleich Klasseninstanz 1. Warum ist das rot? Klasseninstanz. So, jetzt passt. Ja. Dann sage ich Struktur. Also ich mache eine Zuweisung. Struktur 2 ist gleich Struktur 1. Ja. Und jetzt geben wir genau das, aber halt 2 aus. Ja. Jetzt schauen wir, was da drinnen steht. Ob diese Zuweisung da
erstens, ob das funktioniert. Ich meine, unter Welt, das ist da vielleicht ein Blödsinn gewesen. Unter Welt ist einmal nichts. Aber schauen wir uns das an. Ja, eigentlich müssten da die gleichen Werte drin sein wie, ja, 12, 12, 12, ist über 12 drin, passt, wunderbar. Ja, so, und jetzt setze ich im 1 etwas um. Ich kopiere mir das von oben runter und schreibe dabei beide 13 hinein. Ja. Und dann geben wir mal alle wieder aus. Alle ausgeben. Schau es an. Siehst du, Copy and Paste. Super, wie schnell das geht. Und jetzt schauen wir, was da passiert. Play. Ja. 12, 12 ist logisch. 12, 12, das ist nach der Zuweisung. Und dann bei der Klasse. Schau, Klasse Instanz 1 ist 13, Instanz 2 ist 13. Dann sind beide auf 13, haben sich da geändert. Bei der Struktur steht 13 und 12. Das 2 ist auch noch immer 12. Warum hat sich bei der Klasse auch das 2 geändert? Ich habe hier nur das 1 zugewiesen. Warum hat sich das 2 mitgeändert? Das ist, weil eine Klasse eine Referenzvariable ist. Ja? Das heißt, da hinter der Variable versteckt sich nämlich nicht die Klasse, sondern nur die Adresse der Klasse, also wo sie im Speicher zu finden ist. Und wenn die beide beim gleichen Speicher, bei der gleichen, also die zeigen jetzt beide auf die gleiche Instanz der Klasse. Okay? Ich kann keine Klasse kopieren, die wird nicht kopiert. Es wird nur gesagt, das ist so, wie wenn zwei Postler, weiß ich nicht, in die Wiener Straße 95 fahren. Ja? Zu einem Postler sage, du findest dort in der Wiener Straße 95, legt dir der Backel vor die Tür und der andere Postler kommt zu der Wiener Straße 95, liegt schon das Backel vor der Tür, weil die fahren ja beide zur gleichen Adresse. Ja? Und hier eine Struktur ist aber ein Wert und der wird bei einer Zuweisung kopiert. Ja? Das heißt, die Struktur 2 wird neu angelegt, ja? Und alles, was Struktur 1 ist, wird da hineinkopiert. Und deswegen behalten die beide die Werte. Okay? Was nämlich zum Beispiel nicht funktioniert, da kann ich schreiben, protected, ja, funktioniert. Da, wenn ich da schreibe, protected, da, hey, hallo, in der Struktur gibt es kein protected. Warum gibt es kein protected? Weil ich kann ja auch nicht eine abgeleitete Struktur bilden. Das geht nämlich auch nicht. Ich kann nicht schreiben, Struktur abgeleitet, Doppelpunkt, Strukturname. Das geht nicht. Ja? Darum geht es ganz locker. Ja? Da kann ich sagen, Klasse abgeleitet, Doppelpunkt, Klassenname, zack, schau, da habe ich schon, und da erbe ich schon den Wert 1, ja? Kein Thema. Da unten, sage ich, es gibt keine Abgeleitung, jetzt macht natürlich auch Protected keinen Sinn, weil ich kann keine, eine Struktur ist einfach wie eine Variable zu sehen, wie ein Wert zu sehen. Ich kann sogar Methoden in der Struktur hinterlegen, ja? Das geht schon. Macht man üblicherweise nicht, macht man gleich eine Klasse, weil das ist einfach viel, viel flexibler. Das ist also der Unterschied zwischen Strukturen und Klassen. Ich hoffe, das ist jetzt klarer geworden, was ich da im letzten Video gemeint habe. Denke aber schon. Ja, glauben hast, nichts wissen hast, egal. Jetzt im Folgenden werden wir in mehreren Videos so Strukturen und Klassen durchgehen, die es halt einfach so gibt, ja, und die meiner Ansicht nach in vielen Programmen hilfreich sein können, und die möchte ich einfach herzeigen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.